bekommen. Soll auf jeden Fall auch gut aussehen. Das heißt, wir machen jetzt nicht hier abgeschlossene Platten drauf, sondern wir lassen auch einen Überhang. Zumindest in der Richtung, wo es möglich ist. Ah, so. So. Nach hinten jetzt nicht, weil dort der Platz eh ein bisschen eng ist. Und es reicht, ja. Recht locker. Ach, jetzt habe ich was vergessen. Ups. Ich wollte mir doch, wenn es klappt, hier auch noch so eine Überhangreihe gönnen. So. Ja, also ich finde, das sieht hübsch aus. Dann haben wir so noch ein bisschen Birke über. Dann gucken wir mal das normale Holz, was wir davon noch haben. Können wir uns ja auch noch Halbsteine kloppen. Ja, gucken mal, das reicht auf jeden Fall. Machen wir uns erstmal hier raus noch. So, dann geht's erstmal los. Krieg ich noch ein bisschen Dreck? Denn das ist Kies. Da, Dreck. Schöner, sauberer, dreckiger Dreck. So. Na komm. So. Man jetzt da schon mal so ein Auge drauf halten, wie viel man noch über hat. 2, 3, 4, 5. Ah, das, was wir haben, wird nicht reichen. Da müssen wir noch mal ein paar nachmachen. Hier lassen wir dann auf jeden Fall auch eine Reihe überstehen. So geizig sind wir da nicht. Und es sieht allemal besser aus, als wenn es dann 1 zu 1 mit dem Dach abschneidet. So. Quatsch. So, hier vorne ein Überhang. Ja, da warten wir jetzt erstmal. Den können wir zur Not dann auch noch mit den nächsten machen. Machen wir jetzt erstmal die Lücken zu und machen das hier mal, sonst vergesse ich das eh nur wieder. Ach, scheiße. So. So, und jetzt kann man irgendwie am Fuß des Berges vielleicht noch eine größere Stallung bauen, wo wir dann die Pferde züchten werden. So. Wenn wir auf die Reihe davor verzichten würden, dann wird es sogar glatt aufgehen. Aber ich denke, so geizig brauchen wir nicht sein. So. Gib mir noch mal ein Stack. Ja, oder 60. So, dann fehlt nur noch der Turm. Ach ja, falls wir dazu heute nicht mehr kommen werden, Sattel und Dinger kommen hier rein. Damit wir sie immer griffbereit haben. Yay, sieht doch schön aus. Fast schon wie so eine richtig moderne Arena. Und Sportstadion. So.
Hier könnten auch die ironischen Spiele stattfinden. Bada Busch. Aber erstmal jetzt der Turm. Den bauen wir jetzt ganz klassisch aus Cobblestone. So. Und so. Oder wollen wir ein bisschen was anderes einbinden? Theoretisch genug von den Halbsteinen haben wir. So. Innen drin auch wieder ganz schlicht, nur mit einer Leiter bekleidet. So, erstmal muss natürlich jetzt hier ein Boden rein. Wo würden wir kommen? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 3, 4. Und dort fängt es erst dort an. Den Boden müssten wir auch noch reintun. Machen wir das zuerst. Und das wird jetzt mühsam. So. Bisschen mal die Augen kurz gewischt. Und da unten kannst du mir gar nichts. Ja, der obligatorische eine da auf der Ecke, den musste ich jetzt halt anpassen. Obwohl, den nehmen wir raus. Das sieht so nicht gut aus. Ich glaube, uns geht eher der Kabel aus als der Halbstein. Der klassische Halbstein. Der erste Halbstein, den wir hatten. Jetzt würde ich sagen, noch 5 Reihen drauf und dann war's das. Oder sagen wir 6. Dann haben wir schön glatt mit den Runden, die wir machen. So, nächste. Ja, davon haben wir noch massig. So. Da drin kommt jetzt einfach nur eine Leiter rein. Es geht ja mehr darum, den Turm hochzusteigen und von oben sich die Aussicht anzugucken, die nicht gerade in der Richtung nicht mehr so berauschend ist, aber in der Richtung man den kompletten Sportplatz überblicken kann. So. Wieder was essen. Und die letzte Runde. So. So. Da wird jetzt nur ein rausgeleitet. So. In der Mitte nur ein.
Das macht dann auch noch so ein bisschen Kontrast. Wenn wir schon Halbsteine benutzen, dann können wir damit auch so ein bisschen spielen. Das tun wir selten beim Bauen, wirklich so mit verschiedenen Steinsorten spielen. Wir bauen mehr immer aus einer Sorte und dann daneben aus der nächsten. Aber wenig so, dass wirklich mal fünf verschiedene Steinsorten in einem Projekt vorkommen. Ich weiß nicht, das machen wir irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, wieso wir das nicht machen. Es liegt mir vielleicht irgendwie nicht. So, da kommt die Leiter hin. Ey, bleibt. Oh. Wenn es jetzt an diesem einen Klotz liegen sollte, dann dürft ihr mich erschlagen. So, na, es wird nicht an den einen Klotz liegen. Hoffe ich. Komm her. So, davon haben wir noch genug. Das ist doch schön. Zwei. Das ist doof. So ist ganz doof, finde ich. Dann lieber so. Dass wir hier immer die Dinger haben. So, jetzt auch noch Fackeln drauf. Und die stehen jetzt zwar etwas sehr nah nebeneinander, aber das macht ja nichts. Aber die Aussicht habe ich jetzt irgendwie ruiniert. Ja, da muss davor auf jeden Fall noch eine Reihe. So viel Stein muss sein. So, aber erstmal fackel ich das hier zu Ende aus. So. Also, wenn man hier rüber guckt, das sieht doch herrlich aus. Ja, das ist alles unsere Stadt. Ob man es glaubt oder nicht. Und auf der Seite wird irgendwann auch unser Hafen angelangt sein. Nochmal bitte dieses Qualmwölkchen, bitte. Aha. Damit verfärbt sich wirklich das Wasser nicht, aber der Rest. Vor Wasser wird es unsichtbar. So, jetzt ist die Frage. Wenn ich jetzt hier springe, müsste ich im Wasser landen. Ja. So, und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, uns mit den Pferden zu beschäftigen. Jetzt, wo wir alles fertig haben. Außer vielleicht noch eine kleine Leiter. Nochmal von da hinten gucken. Ich finde, von dort hat man den besten Ausblick auf das Kolosseum. Ja, guck mal. Also ich finde, das sieht jetzt richtig toll aus. Ja, das ist auch immer das Schönste, wenn man dann sieht, ja, so nach vielen Folgen ist da wirklich was entstanden, was dort vorher nicht war. Und es sieht dann auch noch gut aus und schmiegt sich in die Landschaft. Was wollte ich jetzt tun? Genau. Noch mehr Holz vorballern. Erstmal zwei Türen. Vielleicht reichen die ja schon. Dann haben wir noch ein paar Stöckchen über. So, die zwei Türen werden jetzt hier reingesetzt. Das war jetzt kein großes Geheimnis. Ich denke, das kann sich jeder denken. So, hier könnten wir noch ein kleines Blumenbeet anlegen. Auf dem Kies. Ich meine, das ging sogar, dass man auf Kies Blumen setzen kann. So, nehmen wir einfach mal mit. Nee,
Geht nicht. Dann halt innen drin.